Wenn ihr schon in Episode 31 mit an Bord wart, dann kennt ihr euch ja aus. Unsere Kanaren-Rundreise bringt uns heute nach La Palma. Und wir freuen uns darüber, dass ihr trotz der Schaukelei wieder dabei seid. Solltet ihr heute das erste Mal bei uns mit an Bord sein? Nun, wir sind seit Anfang April 2019 mit unserer HR 43 Mark I hier im Kanarischen Archipel unterwegs. Wir reisen am liebsten in kleinen Etappen und möchten so viel wie möglich von Land und Leuten sehen. Die 65 Seemeilen von San Sebastian auf La Gomera bis nach Tazacorte auf La Palma schaffen wir in guten 10 Stunden. Nach der Einklarierungsprozedur und noch bevor wir unseren Mietwagen übernehmen, gehen wir aber erst noch einmal mit euch ins Mola Mola Kochstudio, um euch zu zeigen, wie wir unseren Frühstücksjoghurt selber herstellen. Es gibt da im Internet so ein Teil, wo man stromlos Joghurt machen kann. Besteht aus diesem Thermobehälter und diesem Innenbehälter mit Deckel, in den man dann einen schon von mir vorher gefertigten Joghurtansatz reingibt. 125. Das sind ungefähr, ist ein bisschen mehr. Dann das Ganze mit Haarmilch aufrührt. Was natürlich überall auch gut zu kriegen ist. Ja, gut zu kriegen ist, ohne Kühlung aufzubewahren ist. Dann rührt man das unter. Jeder, der schon mal vielleicht selber Joghurt gemacht hat, weiß, man kauft sich einmal so ein Joghurtferment und das kann man dann immer wieder weiter verpflanzen. So, ich habe die besten Erfahrungen gemacht, indem man noch 2 Esslöffel Magermilchpulver einrührt. Das gibt erstens mal noch einen besseren Geschmack und eine bessere Konsistenz. Der Behälter könnte einen Ticken größer sein, damit man 1 Liter Milch und eben den Wiederansatz auch komplett reinkriegt. So, das Wasser hat jetzt gerade gekocht. Das sind 750 Milliliter. Die kommen jetzt in den Behälter rein. Dann decken wir die angerührte Joghurtmilch. Decken wir ab. Kommt der Deckel drauf. So, dann ist hier so ein Griff. Ich hoffe immer, dass das hält. Dann kommt das da rein. Dann kommt der Thermosdeckel da drauf. Zumachen. Und jetzt ist das Ding transportabel. Kann irgendwo am Schiff hingestellt werden, wo es nicht stört. Den Thermobehälter kann man auch für andere Dinge noch verwenden. Man könnte zum Beispiel eine heiße Suppe reintun. Man könnte. Und Eis holen. Das Ding ist also vielseitig noch anderweitig zu verwenden. Aber wir machen es. Für Joghurt. Wir nehmen es für Joghurt. So, jetzt kommt das irgendwo hin am Schiff. Um 10 bis 12 Stunden ruht es und dann ist bester Joghurt da. Na, dann haben wir ja jetzt Zeit, uns einmal die Insel anzusehen. Die Marina Tazacorte liegt an der Südwestseite von La Palma und bietet besten Schutz bei allen Wetterlagen. Eine enorme Betonschutzmauer soll auch stärksten Unwettern widerstehen. La Palma ist die nordwestlichste der Kanarischen Inseln im Atlantik und gehört zur Provinz Santa Cruz de Tenerife. Auf La Palma wächst heute meist eine kleinfrüchtige, sehr robuste Zwergbanane auf großen Plantagen. Die Pflanzen werden von Steinmauern und netzartigen Plastikfolien vor dem starken Wind geschützt. Zusatzeffekt ist eine höhere Luftfeuchtigkeit unter den Planen. Musik.
Viele Bauern haben die problematischen Auswirkungen der Monokulturen mittlerweile erkannt und pflanzen zunehmend Wein, Avocado, Zitrusfrüchte und Gemüse an. Diese Statue ist der Göttin der Fruchtbarkeit Juno oder Hera aus der Antike gewidmet. Der Widder zu ihren Füßen symbolisiert die Sonne. Die Römer und die Karthager nannten La Palma zu Ehren dieser Göttin Junonia. Cumbre Nueva ist ein Verbindungsgebirge. Dieser Höhenzug zwischen den übrigen höheren Bergen wird von den herandrückenden Passatwolken angeströmt und überwunden. Auf der Rückseite fallen die Wolken in einem sogenannten Wolkenfall in die warmen Luftschichten herab und lösen sich dort auf. Ein unglaubliches Naturschauspiel. Nur was für Schwindelfreie. Auf dem Rock de los Muchachos befindet sich auf einer Höhe von 2200 bis 2400 Metern über dem Meer eines der größten Observatorien der Welt. Von hier aus haben die Wissenschaftler beste Beobachtungsbedingungen. Cherenkov-Teleskope werden zum Nachweis von hochenergetischen geladenen Teilchen benutzt. Die Spiegeloberfläche beträgt 239 Quadratmeter. Das Teleskop selbst wiegt ca. 40 Tonnen und kann in 20 Sekunden auf jeden Punkt am Himmel ausgerichtet werden. Kalt ist es hier. Erfüllt von den wundervollen Eindrücken in dieser einzigartigen Natur, fahren wir über die Hauptstadt Santa Cruz de La Palma zurück nach Tazacorte. Froh sind wir, den Rat unseres Stegnachbarn in San Sebastian, nicht in die Marina Santa Cruz zu gehen, angenommen zu haben. Die Stadt ist voller Kreuzfahrttouristen und Autos verstopfen die Straßen. Genau 7 Uhr. Ungefähr 6 Knoten.
Maschinenunterstützung im Lee der Insel Richtung hier. Es ist 7:30 mittlerweile und wir segeln unter Vollzeug im Lee der Insel La Palma. Heute geht es Richtung Hierro. Es ist 20:01. Drei Viertel der Strecke haben wir schon geschafft. Wir haben jetzt noch vielleicht 20 Meilen vor uns bis nach El Hierro. Wir hatten gerade Walbesuch. Ein riesengroßer Pilotwal hat sich hier neben uns gezeigt. Ich schätze, dass er so 8 Meter gehabt hat. Nicht ganz so groß wie unser Schiff, aber eben doch richtig groß. Und da hat man kurz geguckt und dann hat er gesagt Tschüss und bald war er wieder. Bis nach El Hierro sind es ungefähr 60 Meilen, sodass man damit etwa 10 Stunden gut zurechtkommt. Das sind die ersten Eindrücke von El Hierro. Die Inseln haben ja alle immer so eine Wolkenmütze auf. Aber der Wind ist sehr, sehr schwach. Wir haben gerade mal 6 Knoten Wind und fahren mit 4 Knoten hier durchs Wasser. Das Segel schlagen. Es ist aber natürlich schöner ohne Motor. Heute Morgen hatten wir kaum Wind. Motor an, Motor aus. Erst kurz vor Estaca erwischten wir dann doch noch ein Windfeld mit über 25 Knoten und reichlich Welle. El Hierro hat 2 Marinas. Wir entscheiden uns für den Fährhafen Estaca. In Episode 33 werden wir mit euch die kleinste, abgelegenste Insel der Kanaren erkunden. Wir haben ja schon einiges über El Hierro gehört und sind total gespannt, was uns hier erwartet. Ich denke, es geht euch genauso. Bevor ich jetzt aber die Episode über Hierro fertig mache, genieße ich unseren selbstgemachten Joghurt mit Palmhonig aus Gomera und sage euch vielen Dank fürs Zusehen, eure Mola Molas.